Also es ging ja auch direkt weiter. Nach dem Pending gab es anscheinend schon die Restarts. Die haben ja da nicht gewartet auf ein LTV. Somit sind wir direkt live in der Piste. Pot startet als CT. Kurz wird offensiv gespielt, allerdings soll es zum B gehen. Pot steht eigentlich ganz gut. Kurz darf ich so nicht sterben. Stowie schiebt drüber und entscheidet sich ja doch zum A zu gehen. Nano gewinnt das Duell. Boah, hätte vielleicht sogar noch eine zweite Setzung. Nils schön gepusht, Katas. Mitte darf nicht sterben. Gut. Phaser. Oh, Nils, Katas. Ein. Boah, schöner Schuss. Schuss. Warum da nicht einfach weggeht dann? So sind Katas, renn durch. Chris kann das ansagen. Kommt er noch? Nein, er sollte ins Noobback noch kommen. Er hätte noch reingehen können. Unentschieden allerdings durchs Aiming. Schöne Pistole von Pot, die hier somit. Ah, vorhin beide gewonnen, jetzt vorhin beide verloren. Ja, also jetzt die dritte Pistole von. Sechs gewinnen. So, Deagle full. Und man steht A, Bug. So, eine Waffe verloren, das ist in Ordnung bisher. Schön, da geht rein Malano, der. Freut sich bestimmt auch endlich mal wieder mit einem halbwegs vernünftigen Ping zu spielen und nicht mit, mal mit einem 40er auf den deutschen Servern. Macht auf jeden Fall weniger Bock, mehr Spaß bei ihm. Und der Junge ist heiß. So, ich hoffe, man hat es eben nicht gehört. Aber mein Handy lechzt nach So, 3-0. Das ist doch mal ein solider Start, den man sich hier wünscht. Mal schauen, wie Nils das handelt. Im Zusammenspiel mit Chris. Ach, schade, doch kein direkter Rekontext. Das sieht nach dem B-Split aus. So, nachgesmoked wurde. Plateau runter. B-Split wäre noch ganz gut. Ganz gute Entscheidung. Phaser allerdings. Element. Bombe schiebt jetzt zur Mitte. Bombe sollte da nicht Mitte rausgehen. Ja, vielleicht hat die noch eine Smoke oder so. So, und man schaltet sich um. Geht über Steg. Sunny schon ganz. Da gerade einen Hit bekommen von der E. Noch ein guter Hit. Alle Mann kurz aufgestellt. Schauen, kann Pierce da was bangen? Nein, er kriegt direkt Headshot. Jetzt Lano. Kriegt der Support aus der Base? Ne, noch nicht. Da ist einer gedroppt. Oh, da braucht er eine Fläche von lang. Kommt jetzt auch. Schön. Schade. Vielleicht ein bisschen zu kurz oder so. Oder konnte es weggedreht werden? Chris schon ganz kurz da. Macht. Leider nur einen. Allerdings Sunny und Sünke richtig low. Runde können sie vielleicht noch holen. Zehn Kerne einfach mal wieder. Chris nochmal 12 HP. Wird auch rausgemoved an den Kisten. Ja. Und 10 klärt mal wieder. Erste Equip geht somit an die Finnen.
einen Pot Enchanted zu kaufen. Ups. Ah, was mach ich denn? Hier sind wir doch. So, AWP ist bei Lano. Geht der Mitte First Track. Kurz Steg wird geblockt. Jesus wird jetzt langladen, wird jetzt Cutters reingeschickt, um B zu übernehmen. Jetzt wird jetzt die Mitte First Track Full Pot an. Kurz, der wurde einfach nur reingegammelt. Es war ein relativ leichter Frack für Pot. Smoke ist nicht wirklich so gut. Letztes Doppel, allerdings die Fläche ist irgendwie nicht ganz so cool. Sollten da nicht bang, sollten da... Laser spielt es aber ganz gut. Immer nicht gestorben. Schön gespielt von Lano. 4 zu 1. Sehr schön. Direkt die Anschlussrunde geholt. Bombe nicht gelegt. Wenig Geld bei den Ts. Vielleicht sogar eine Eco. Jupp. Da werden nur die Deagles ausgepackt. Und mit 4 Runden kann man sich doch schon mal glücklich schätzen. Weil Pistol hat gewonnen. Es sollten mindestens 7, 8 Runden bei rauskommen. Ganz raus. Nils klärt aber, bringt sogar die AWP mit. Schade, hätte mich fast gewünscht, mit dem Topspawn mal Cutters reinzugehen, aber Hurricane macht's. Das ist auch eingenommen. Boah. Sauber. Sehr schön. Jetzt Überzahl 3 gegen 2. Gut, Cutters gepusht. Die Finn gut reingedaddelt. Und überhaupt nicht mitgerechnet. Mitte wurde nicht gezielt. Kein Schlitz, keine AWP, gar nichts. Schön auch bei dem Spielstand sich was zu trauen, weiterhin offensiv zu spielen, aggressiv die Ts zu blocken. Gar nicht erst irgendwie ins Spiel kommen lassen. Allerdings die Runde jetzt so langsam gar nicht mehr so sicher. Können jetzt locker auf A legen. Lano nur lang, B haben jetzt halt null Kontrolle mehr. Einzige, der jetzt ein bisschen was macht, ist Lano. Und das sollte man halt nie machen, auch auf Inferno wichtig, selbst wenn man die Überzahl hat. So eine leichte Überzahl ist halt immer noch gefährlich, wenn man nicht weiß, wo die Ts kommen. Spätestens jetzt wissen sie, dass sie auf A sind. Gegen Grube. Ah, mal schauen, ob sie sich gleich dumm zeigen. Sieht nicht so aus. Boah, schöner Schuss von Lano. Und da ist der Retake doch nochmal geglückt. Aber wie gesagt, es hätte auch ganz, ganz, ganz bitter enden können. Ganz anders ausgehen können. Also wirklich gut Runde gespielt war die Runde dann nicht. Also so 100% ist safe Runde gespielt. Aber was soll's, 6 zu 1. So, weiterhin wird der Druck aufrechterhalten. Verschossen. Jetzt kommen, sitzen allerdings nicht gut. Waren zu lang. Wichtig, direkt nochmal ein First Track. Stehe allerdings, also die Finnen spielen hier irgendwie nicht so gut.
Ne, nur auf Aiming. Kein Move oder so an kurz, keine Granaten. Wird nicht gesprengt, nicht mit Flashes eingenommen, gar nichts. Nur vorgedaddelt. Also über zwei wieder bei Pot. Zehn teilt aber nochmal aus. Oh, er ist aber lang schon durch. Oh, 10 entscheidet mal wieder die Runde. Und Lano im Retake mit der AWP, viel Spaß. Wird sie wahrscheinlich auch safen. Was? Zieht da nochmal ein paar Exit-Frags vielleicht. Ah, sie werden aber nicht lang abhauen. Wahrscheinlich über kurze City-Base. Lol, 10 kommt doch noch lang, oder was? Verstehe ich nicht, wenn kurz sowieso schon einer ist, warum man dann nochmal lang abbauen muss. Ah, oh, Lano verliert sogar die AP. Pot wird allerdings genügend Geld haben. Oder? Nicht? Krass. Ach stimmt, ist ja relativ oft gestorben. 5-mal, 4-mal. Einzige Nils, der hat, glaube ich, sogar auch, ja, er hat sich auch eine Deagle gegönnt. Gibt's Schellen von Hurricane mit da oben? Und sein dritter? Kann er vielleicht das Deagle. Kann er vielleicht die Runde noch holen? Was allerdings auch angesagt. Ah, schade. Nils ist aber auch viel zu weit weg, um Hurricane da zu helfen. Ah, er wird auch gelobt. Oder ich schenke mir mal kurz ein bisschen Saft ein. In der Zwischenzeit. So, kleines AWP-Duell in der Mitte. Lano wird direkt der B-Spot-Decken geschickt. Ach, schönes Pre-Aim von Stowie. Das Phaser direkt mit Refrag Mitte oben. Schönes Movement da von Stowie auch. Nils kann es allerdings ansagen, dass da Steg einer ist. Da gibt es wieder den Move von Phaser und Hurricane. Stowie, der eine gute Runde spielt. Jetzt dritter Frag von ihm. Nächster anscheinend Mitte reingepusht. Die AWP könnte mal ein bisschen Gas geben. Ah, Stowie macht so oder so. Ich glaube 4K schon von ihm. Sehen wir, wo sein Ace will. So, 1, 2, 3, ja, 4. So, Posi auch bekannt, Story geht auf Jagd. Wir sehen auch. Ach, komm schon, Story. Schade. Schön nochmal Pre-Aim gewechselt von Lano. Oh, what? Schön im Sprung. Punkt Vieh. Schön im Sprung der Glock-Headshot. Ich glaube sogar ein Burst war das. In die Fresse. Nice. So, Pot muss nochmal sparen, also langsam könnte die Finn auch wieder ran. Ob seit sie die AWP haben, sieht es doch ganz aus mittlerweile. Links gefällt mir, was ich bin, aber nicht. Schade. Ich will mir jetzt langsam mal holen, machen sie auch. Jölz allerdings B drauf. Wird
damit schon gerechnet. Boah, lange hat ihn nicht gesehen. Bomber haben sie safe. 10 kommt über kurz. Nein! Nein! Guck nochmal. Sauber. Und jetzt aber kurz aufpassen, Phaser. Oh, ist jetzt immerhin angesagt. Boah, jetzt richtig blind. Wird auch abgesprengt. Boah. Und 10 macht. Saubere Runde von ihm. Also der Junge. Wirklich einer der besten hier auf dem Server. Jetzt so overall gesehen. Auf Inferno schon sehr schön drüber gefahren. Saubere Halbzeit gespielt von ihm. Jetzt schon wieder 18-7 Stats. Gerade ein 1-on-3 geholt, also Man of the Match auf jeden Fall oder Man of the Films. Boah, geil Flash eigentlich, ein bisschen zu spät. So, B geht's rauf. Gab's nochmal eine Gegenflash. Lano ist dort. Kann jetzt. Oh, kriegt schon wieder Gesicht von 10. Headshot durch die Wand. Phaser kommt über T-Base. Wenn Nils jetzt nicht stirbt. Oh. Loch wurde rausgepusht. Chris hat da nicht am Loch aufgepasst. Oh. Oh, sauber. Boah, jetzt haben wir alle Chancen, alle Vorteile bei Jölz. Boah, da verpratzt der. Nein! Oh, er kommt als Kit. Hat noch 10 Sekunden. Das schafft er. Nice. Schön von Phaser und Nils. Allerdings auch ein bisschen verschenkt natürlich von den Finnen, dass sie da so auf die Frags dann gehen und sich einfach defensiv ausspielen. Also hochkarätiges Niveau sehen wir hier leider nicht, aber immerhin bleibt es spannend mit ein paar netten Einzelaktionen. Und ich habe ganz vergessen zu tickern da oben. Und hier natürlich auch. So, diesmal Pot weg. Variiert auch ein bisschen. Blocken jetzt lang, anstatt kurz mal offensiv zu kommen. Ariuri komplett in der Mitte versammelt. Verstehe ich allerdings auch nicht, warum sie das weiterhin so spielen. Ich meine, wenn Pot dann nochmal so einen Move macht und die Mitte mit Flashes einnimmt, dann wären sie halt wieder alle blind. So, haben jetzt allerdings keine Gegenwehr am Steg. Schade, dass sie jetzt nicht lang kommen. Jetzt B-Schieber wurde wahrscheinlich. Schöner Refrag von Chris. Nice. Zweiten Frag leider nicht gesehen. Mitte allerdings raus. Lano jetzt der Mann für den B. Macht den Headshot gegen 10. Letzte ist Cutters. Hört ihn, glaube ich, auch schon. Schöne AWP von Lano heute. 8 zu 5. Na, das sieht doch super aus. Auf 10 hat er wirklich. Und Stowie vorhin, also die anderen, also 10 und Stowie sind so die einzigen, die vielleicht ein bisschen herausstechen. So, Full Eco einmal Mitte raus. Schöner Fail von Nils. Dann nochmal in die Fläche durch die Smoke zu gucken. Aber Chris hilft von der Mitte. Schade, verliert jetzt noch eine Waffe. Aber sollte kein Problem sein für die letzte Runde. Werbung. Also ich habe keine Werbung gerade geschalten. Wenn, dann ist es nur die Pre-Roll-Werbung.
Pre-Roll-Ad, die du gesehen hast. Ja, vielleicht buggt das auch rum. Oder... Ach, keine Ahnung. So, das wird nochmal aufgebaut. Pot pusht, blockt wieder kurz. Schade. Ja, also ohne es um da rumzugehen, dann den Frag zu machen, ist dann auch eher Glück. Finde ich. B schon raus. Das passt aber auf. Im Zusammenspiel mit Nils. Beide CTs allerdings in der Base. 10 könnte der wieder lang durch... Ne, Sunny ist das. Könnte wieder lang durchschleichen. Bombe allerdings noch Mitte oben. Also die... Die Finn sind schon sehr... sehr komisches Team. Also ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt ein Team sind oder einfach nur ein Mix. Sieht zumindest danach aus. So. Jölz.